Ja, moin. Was haben wir denn da? Der deutsche El Clasico Borussia Dortmund vs. FC Bayern München. Das absolute Topspiel in der Fußball-Bundesliga. Ich habe gerade eben Essen bestellt, Leute. Und ich bin vorhin in Dortmund erst gelandet. Morgen ist das Spiel und die Bayern pennen auch im selben Hotel wie ich. Musti, Habibi. Was geht ab? Was geht? Ne? Alles geht? Geht's? Was geht? Was hast du dir geholt? Sushi, Habibi. Bro, ich bin so am Sterben. Guck mal, was ich hast du Hunger? Hab. Komm mit mir. Ja. Perfektes Timing. Musti kommt gerade. Wen hast du bestellt? Manu, Leon und Schupo wahrscheinlich, ne? Schupo und Leimer. Ah, Leimer, okay. Nice, okay. Wir müssen, glaube ich, hier durch, Digga. Ich habe hier auch schon öfters gepennt und als ich vorhin eingecheckt bin bei der Rezeption, stand genau dort drüben Thomas Tuchel, aber er hat gerade irgendetwas ausgefüllt und dann wollte ich ihn nicht fragen. Aber jetzt bereue ich es ein bisschen, er hat schon gerne mit ihm ein Bild gemacht. Übrigens, diesen Hoodie von Willi, Leute, den feiere ich anders. Der ist so richtig flauschig und die Farbe ist auch richtig geil. Ganz quicker Roomtour. Uiuiui. Ja, Leute, bevor ihr gleich irgendwas in die Kommentare schreibt, ich bin neutral. Weil ich habe das Ticket für morgen vom Trikotsponsor von BVB, also von 1&1. Und die haben mir halt dieses freshe Trikot geschenkt letztes Jahr mit Rinas und dann dachte ich komm, nehme ich das mit wieder. Also, ja, das gehört dazu. Ja, du hast die Ehre, ihn aufzunehmen, Rusti. Das Geile an dem Hotel ist die Lage. Ich weiß nicht, ob man es jetzt ein bisschen erkennen kann. Jetzt ist es gerade zu dunkel, aber es ist halt wirklich nur 100 Meter entfernt vom Stadion. So haben wir hier noch einen Fernseher im Start. Da kann man noch Tee, Wasser kochen. Kleine Minibar noch, aber die ist jetzt nicht prall gefüllt. Und hier haben wir noch ein Badezimmer, Leute. Ist auf jeden Fall mal sehr sauber gepflegt und wegen der Lage halt wirklich top. Und noch eine große Dusche. Und jetzt erstmal Sushi gern. Ah, das habt ihr gerade eben geschossen. Fresh. Geil, ey. Ich freue mich auch echt, wieder Manuel Neuer zu sehen im Stadion. Ist echt der Wahnsinn, dass er sich von so einer Verletzung erholen konnte. Und ich gönne jetzt hier. Oh, das sieht richtig lecker aus, Digga. Ja, aber für den Lieferdienst sehr, sehr stabile 8,5. Ja, wer ist denn da, Leute? Der Thomas Müller. Hallo. Guten Morgen, Freunde. Jetzt seht ihr es nochmal bei Tageslicht. Ich komme gerade hier raus. Auf einmal schreien ein paar Zuschauer. Arthur, ich komme schon. Guten Morgen. Na, was geht ab? Alles klar? Ja, klar, ich komme. Ich komme eh jetzt rüber. Warte. Es gab gefühlt dieses Jahr einfach keinen Herbst. Direkt von heiß auf arschkalt, Mann. Ich brauche hier eine Mütze, Winterjacke, aber natürlich von The Messi Store. Schreibt mir in die Kommentare, seht ihr eigentlich einen Qualitätsunterschied? Weil ich habe mir jetzt das neue iPhone geholt, Leute. Weil da habe ich jetzt auch 5-fach Zoom am Start. Boah, sieht schon geil aus. Wir laufen gerade direkt aufs Stadion zu. Wir fahren jetzt erstmal ins Zentrum zum Borsigplatz. Das ist der Ort, wo der BVB das letzte Mal 2012 die deutsche Meisterschaft feiern konnte. In der Tabelle sind die Bayern auf Platz 2, 2 Punkte vor Dortmund. Die sind aber immer noch ungeschlagen diese Saison. Also 6 Siege und 3 Unentschieden. Aber natürlich ist heute bei den Bayern ordentlich Druck auf dem Kessel nach der Pokalblamage gegen Saarbrücken. Für die neutralen Zuschauer war das Spiel unfassbar unter der Woche. Also was die Jungs da aus dem Saarland auf den Platz gebracht haben, welchen Kampfgeist. Der Torwart war überragend, der ist so über sich hinausgewachsen, haben sich in jeden Ball reingeworfen, abgeblockt. Und da sieht man mal wieder, der Pokal schreibt seine eigenen Gesetze und ich bin sehr gespannt, wie die Bayern heute darauf reagieren. Und da ist auch der Mannschaftsbus von Borussia Dortmund. Das sieht auch richtig geil aus, der ist so matt foliert. Hier wird nachher so die Post abgehen, noch ist es aber menschenleer. Dortmund hat schon seit Ewigkeit nicht mehr gegen die Bayern gewonnen. Das heißt, früher oder später muss doch dieses Streak zerreißen. Deswegen tippe ich 2-1 heute für BVB. Der gönnt sich, der hat einfach eine Box im Rucksack und singt hier schon um 12 Uhr mittags rum. Ich warte jetzt genau beim Mercedes Autohaus auf mein Taxi und schaut mal, was da ist. Sieht der krank aus. Einfach dieser grüne GTR, oder? Ja. Oh yeah. Der kommt so böse. Und ein riesen Dankeschön nochmal für das Feedback aufs letzte Video. Über 130.000 Likes und fast 1 Million Aufrufe schon. Plus mehrere Millionen Aufrufe auf den Clips bei Instagram und TikTok. Ihr seid wirklich die Besten. Ah, hallo, servus. Einmal zum Borsigplatz bitte. Auch internationale Seiten hatten mich gepostet gehabt. Hier zum Beispiel Fanshows, Leo Messi ist der Tour at Ballon d'Or Ceremony. Ich war gestern auch beim lieben Carsten zu Besuch. Liebe Grüße gehen raus und dabei ist dieses frische Bild entstanden. Mir wurde gerade diese Hülle angezeigt auf Instagram. Ich konnte nicht anders, als sie zu bestellen. Und das hier ist der Borsigplatz. Hier ist natürlich auch schon ein bisschen das Revier markiert. Und ich will die Dortmunder eigentlich nicht daran erinnern, aber mich hätte es so sehr interessiert, was hier los gewesen wäre, hätten sie gegen Mainz am letzten Spieltag gewonnen. Hier auch in der Seitenstraße, das müssen wir uns gleich genauer anschauen. Und dann hängen hier überall auch schon so kleine Fähnchen. Und es zieht sich komplett bis nach hinten entlang. Das sieht aber auch richtig geil aus. Vor allem dann, wie hier noch die Häuser so angedeutet sind. Digga, Chico, warte mal. Ist das nicht diese eine Lotto-Millionär?
wohnt der hier oder was? Nee, das kann nicht sein. Wir laufen gerade genau in JP Performance vorbei. Da ist Haus Nummer 1 und dann nochmal ein zweites Gebäude. Vor 1,5 Jahren im Vlog war ich da auch drin und da gab es so geile Waffeln, das weiß ich noch. Ich habe keine Ahnung, durch welche random Viertel ich gerade in Dortmund durchlaufe. Aber schaut mal, wer ist denn da? Sid, hallo. Was geht? Habe ich irgendwas verpasst oder kommt Albert Einstein aus Dortmund? Ich bin jetzt im Zentrum, ich gehe jetzt gleich da vorne was bei Vapiano frühstücken, Freunde. Keine Ahnung, was das für ein Haus aus dem Mittelalter hier ist. Das Wetter, ne? Das war die beste Entscheidung meines ganzen Lebens, damit anzuziehen. Lul, hier ist einfach ein Rummel und ein fettes Riesenrad. Ich hätte schon Bock, den Riesen Luigi hier zu gewinnen. Ich habe hier jemanden getroffen, der ein waschechtes bayerisches Outfit anhat. Was tippen Sie? 4-2 für München. Und wer schießt die Tore? Zweimal der Müller, einmal der Kane und einmal der Sané. Ja gut, Sané und Kane sind ja vor allem sehr gut in Form, ne? Also viel Spaß und Erfolg, ne? Ciao. Sehr, sehr sympathisch. Die Einkaufsstraße ähnelt aber auch so ein bisschen zu der in Köln. Let's go, Vapiano geht immer. Zwei Zuschauer hier auch getroffen, wie man deutlich erkennen kann, beide Bayern-Fans. Das ist richtig geil, Digga, so ein Oldschool-Torwart-Trikot. Was tippt ihr? Ich sag 3-1 für Bayern. Oh, okay. Ich sag sogar 4-1. Alter, wie confident seid ihr denn alle? Das esse ich immer sehr gerne bei Vapiano. Ich hier Fungi Pinsa. Auf euch, meine Freunde. Ich mag diesen fluffigen Teig. Es geht jetzt hinein. Ich habe gerade eben die ganze Zeit im Café gehockt, nebenbei Konferenz geschaut. Leverkusen ist am Türen, Freunde. Der Druck steigt immer mehr auf die Bayern. Ich kann jetzt hier einmal durch den Fanshop durchlaufen. Denkt ihr, Leute, diese Unterschriften sind mit so einem Special-Stift, dass die quasi auch nicht abgehen beim Auto? Boah, das wäre ja richtig geil, Digga, wenn man sowas gewinnt. Ich habe für heute sogar ein VIP-Ticket am Start, deswegen kann ich hier rein. Und ich sitze im Stadion neben Mo Ober, dem FIFA-Weltmeister. Bin gespannt, wenn wir noch heute alles treffen. Ich weiß, dass Monte zum Beispiel noch im Stadion ist. Oha, heftig. Hier ist sogar noch so eine schwarz-gelbe G-Klasse. Und ich rieche direkt wieder diese geilen Waffeln. Ne? Die sind eine absolute 11 von 10. Ich wusste gar nicht, dass es hier im großen VIP-Bereich auch einen Fanshop gibt. Richtig nice. Was gibt es denn hier noch? Stadionbratwurst. Boah, Digga, in der Halbzeitpause gönnen wir uns heftig. Hier noch wieder Nudeln, Digga, Lasagne, Fisch. Alles, was das Herz begehrt. Der junge Herr möchte unbedingt seine Prediction sagen. Ich denke 2-1. Okay, habe ich auch gesagt. Für Dortmund. Ja. Okay, also ciao, gell? Ciao. Okay, wir können jetzt einmal unsere Plätze schon mal abchecken. Ich sag's euch, ich habe heute, glaube ich, wieder die allergeilste View im ganzen Stadion. Reihe 27 und 89. Ich glaube, da hinten, genau mittig. Weil das ist genau die richtige Höhe, dass man die perfekte Übersicht hat. 89, 89. Ja, genau, das ist mein Platz hier für Mo und mich. Uiuiuiuiuiui, let's go. Genau rechts von uns ist dann auch die gelbe Wand. Oh, es wird wieder so eine geile Stimmung sein. Vamos. Und da oben auch schon zwei Jürgenbürger. Ey, wie cool, die Ehrenmänner von 1&1 haben uns wieder Trikots vorbereitet. Und da ist auch schon eins für mich mit Anton diesmal hinten drauf. Hammer, vielen, vielen Dank. Kuss geht raus. Mittlerweile führt Leverkusen sogar 2-0. Das heißt, wenn Bayern heute verlieren sollte, werden es 5 Punkte Abstand. Die offiziellen Aufstellungen sind draußen. Upamecano ist noch rechtzeitig fit geworden. De Ligt hatte sich ja verletzt gehabt und Kimmich ist heute rot gesperrt. Und bei Borussia Dortmund startet Füllkrug wieder vorne drin und sonst eigentlich alles wie erwartet. Hey. Was ist denn hier los? Nee, ist auf einmal im Fernsehen, Digga. Geil. Mo, live Geschmacksprobe von 1 bis 10, schnell. Oh, geil. 9,5. Das ist das Highlight hier. Ich liebe es. Die gelbe Wand ist rappelvoll. Das sieht wieder so unfassbar geil aus. Mo, was tippst du? Oh, ich sag heute 2-1 Dortmund. Okay. Komm, vamos. Dankeschön. Bitte, bitte. Also das habe ich ja noch nie erlebt. Hier ist das einfach ist Sitz. Meine, nicht aus. Okay, okay. Hier kann man einfach Sitzheizung anmachen. Und die Mannschaften kommen rein, Freunde. Ey, der Fünffach-Zoom ist ja so krass. Monte sind übrigens im Family-and-Friends-Bereich, die können wir dann safe auch gleich erkennen. Guckt euch mal an, wie viele Fahnen da auf der Südtribüne sind. Oh mein Gott! Boah, die Qualität, Leute, da merkt man schon nochmal einen Unterschied. Und die Bayern-Kurve ist auch komplett am Rumspringen. Das Five-Konzert, Freunde, ich weiß gar nicht, ob ihr mich gerade gut hört, ist so dermaßen laut. Gerade eben, als der Neuer den Ball hatte, war es am allerlautesten wegen der Schalke-Vergangenheit. So, schauen wir mal, was ist passiert. Sané... 1-0. Upamecano, ich glaub's nicht. Ach du Heilige. 3 Minuten sind nur gespielt. Digga, der Junge ist 4 Wochen verletzt, macht direkt sein Startelf-Debüt und trifft. Ey Mo, wie krass, er hat 1 Monat nicht gespielt. Das ist eine geile Ecke von Sané. Traumstart für die Menschen. Und da werden die ersten roten Aufpackungen gezündet.
Mann, so gut. Ja, vielleicht schaffen. Oh, Lücke mit Platz. Steckbus. Oh. 2-0. Kane. Ach du Heilige, und die Bayern kontern direkt im Anschluss. Freunde, was ist das hier für ein Fußballspiel? Es sind 8 Minuten gespielt, es steht 2-0 für die Bayern. Und Kane sammelt seinen nächsten Scorer. Eine Tür, die Dortmund-Fans ganz so leid. Wir sind hier im Stadion gekommen mit sehr viel Hoffnung und die wird gnadenlos ausgelöscht nach nicht mal 10 Spielminuten. Wir müssen jetzt schleunigst reagieren, dann gehen wir heute komplett an und es wird schützenfest. Es ist auch von Leroy, Sané und Kane Connection on fire. Das war der beste Konter, den ich jemals gesehen habe, leider. Das war so geisteskrank. Mo ist ja auch noch Dortmund-Fan, Digga. Scheiße. Lässt weiterlaufen, immer noch weiterlaufen. Gut gesehen. Oh, überragende Ballbehandlung von Jamal. Oh mein Gott, ist das traumhaft. Sané. Oh. Aber geil, dass der Schiri weiter hat laufen lassen. Kane. Oh, was? Abseits hebt er. Oh, aber das ist immer ein Pfosten wirklich haut, ey. Ich hab jetzt eh nicht gezählt, aber normalerweise macht Harry den im Schlaf. Es geht viel zu einfach. 3-0. Ne, abgeblockt, Hummels. Meine Güte. Immer noch heiß, Fonsi. Oh, kein Foul. Ich hätte es nicht gepfiffen. Ach, komm. Weiß ich nicht. Oh, kein Foul. Brand. Jude. Jetzt Mann. Oh. Das wäre so richtig gewesen, der Anschlusstreffer. Oh, der Dortmund sonst desaströs in der ersten Halbzeit. Neuer musste nicht einmal parieren, aber da haben sie es fast in letzter Sekunde noch geschafft. So ein wichtiges psychologisches Tor zu erzielen. Bleibt nur beim 2-0. So, schaut mal, wen ich getroffen habe. Bayern-Fan Number One. Was geht ab? Monte, dein erstes Mal im Signal Iduna Park. Was sagst du zum Spiel und zu den Fans? Ja, ich bin leider ein paar Minuten zu spät gekommen, 2 Minuten zu spät oder so, und dann stand es gefühlt schon 1-0. Das heißt, ich habe nicht so viel von den Dortmund-Fans gehört, wie sie halt am Anfang Never Walk Alone gesungen haben. Das Spiel als Bayern-Fan natürlich befriedigend, 2-0 zur Halbzeit. Als normaler Fußball-Fan in Anführungszeichen, für ein Top-Spiel, ein bisschen einseitig. Ich hoffe, in der zweiten Halbzeit dreht Dortmund noch mal ein bisschen auf, heißt auch wiederum mehr Freiraum für Bayern. Aber als Bayern-Fan bin ich ja. Geil. Eigentlich würde ich so gerne mal mit Monta einen Stadionvlog machen. Das wäre so geil. Wenn Bayern gegen Barcelona spielt, in München, dann möchte ich das nicht zum Stadion gehen. Das wäre so geil. Ja, okay. Wenn immer wieder cool Stadion. Nice. Okay, Freunde. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr auf sowas Bock habt. Ich gehe jetzt wieder zu meinem Platz. Wir sitzen leider nicht nebeneinander. Und oh! Reus! Da ist die Parade von Manuel Neuer. Ganz, ganz wichtig aus Sicht der Münchner. Boah, aber was eine Riesenchance für Marco und Karim jetzt im Spiel. Übrigens kommt morgen mit ihm und Musiala ein Video, Freunde, als kleine Überraschung. Schau mal. Oh, direkt im Zweikampf da gegen Karim. Oh, boah, Kobel! Nächste Glanzparade im Spiel. Was? Uiuiui. Upamecano muss raus. Nein. Ah, hoffentlich hat er sich nicht wieder schlimmer verletzt. Weil bei den Bayern wird es jetzt eng. Wie gesagt, der legt fällt jetzt auch für 6 bis 8 Wochen raus. Und jetzt kommt hier ein Jugendspieler rein. Boah, ich weiß gar nicht, wie er heißt. Pavlovic? Genau, okay. Pavlovic, yes, das ist natürlich ein ganz besonderer Moment für ihn. Die Bayern werden noch nachlegen in der Wintertransferperiode. Der Kader ist viel zu dünn, vor allem in der Innenverteidigung. Goretzka ist Innenverteidiger jetzt. Ach, Goretzka geht in Innenverteidigung. Oh, Leon neben Kim. Ah, nee, oder? Doch, krass. Goretzka in die Innenverteidigung jetzt. Und der Pavlovic auf die 6. Und Karim. Setzt sich durch gegen Pavlovic. Doppelpass. Karim wird geblockt. Leimer. Kane. Boah, was eine Grätsche, Digga. Aber verletzt sich dabei. Aitken, jetzt pfeift das Vorteil ab. Das Publikum ist alles andere als amüsiert. Boah, ist das laut hier. Es gibt, glaube ich, sogar die gelbe Karte. Ich bin sehr gespannt, wie die beiden sich jetzt da hinten sortieren gemeinsam. Schielen, das weiterlaufen, kein Abseits. Ja,
gibt jetzt einen VAR-Test. Erstmal zählt's, aber die Spieler jubeln noch verhalten. Es bleibt aber hier niemals beim 2:0. Also entweder schießen die Bayern noch eins oder es wird nochmal richtig spannend. Okay, es zählt nicht. Es bleibt beim 2:0, es geht weiter. Jetzt hat Kane. 3:0. Der Heiner sitzt ja auch bei uns in der Reihe, der ist gerade richtig sauer, der hat auch ein bisschen Bier abbekommen von oben. Die Bayern-Fans singen Deutscher Fußballmeister FCB. Und schaut mal da unten, ja, da stehen die Nächsten auf. Die ersten Fans gehen schon nach Hause. Und das in der 74. Spielminute. Die Bayern-Fans drehen sich alle um, springen und schreien Super Bayern, Super Bayern, ey. Das kenne ich sonst nur von den Manchester City-Fans, wenn die auch mal hochgewinnen. Ja, Reus. Ryerson. Moukoko. 7 Meter vom Tor setzt er ihn drüber. Kane. Patrick. Oh mein Gott, was ein Fehlpass von Niklas Süle. Und das lässt natürlich Harry Kane nicht nehmen. Ich glaube, mein Schweinchen pfeift. Er macht einfach im deutschen Klassiker einen Hattrick. Harry Kane. Ja, da freut sich Fonsi auch nochmal. Das muss doch auch gleichzeitig der Schlussklipp sein, Freunde. Bayern gewinnt 4:0. Ey, hohes Zeuge. Ich habe vorhin nämlich gesagt, es wäre typisch für die Bayern, wenn sie heute 4:0 einfach gewinnen und alle Kritiker verstummen. Ja. Aber ich gesagt. Ich hab's noch nicht auf Band. Man kann nichts sagen, komplett verdient für die Münchner. Dortmund hätte zwar noch die Chance gehabt, ein, zwei Nadelstiche zu setzen, denkt an die Chance von Malen oder von Marco Reus, aber es sollte nicht sein. Das wird schwer zu verdauen sein für den BVB, weil sie müssen direkt am Dienstag gegen Newcastle ran. Aber okay, Leute, ich hoffe, euch hat der Stadionbock gefallen. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.